Scheiße. Hi! Ich bin gar nicht. Oh Scheiße, ich war doch unsichtbar, verdammt. Hier ist mein Bot. Was machst du denn hier? Komm mit. Oh. Damn this. Ich berühre sie nicht ab. Keine Zeit für euch hier. So, du scheiß Vieh da oben, ja? Na, bist du endlich kaputt. So, wie krieg ich denn den Strom aus? Da hinten ist eine Kammer, aber da komme ich irgendwie nicht hin. Ja, ich muss dringend kaufen. Wenn ich jetzt zurückgehen halt, kommst du mit? Oh, kommst nicht mit, gut. Dann kommst du eben nicht mit. So, und kaufen, du Leute, kaufen. Kleines Problem. Und zwar Mangel an irgendwelchen Teilen. Da haben wir doch. Eins und noch eins und noch eins und fertig. So. Die spritzen auch. Ja. Den Rest eigentlich nicht. Das Geld da hinten werde ich jetzt nicht mehr einsammeln, denn ich bekomme so oder so noch genug. So, jetzt ist die Frage, wo lang? Hier kommen wir her, ne? Ja, da ist die gehackte Kamera. So, dann waren wir hier links noch nicht. Und da links noch nicht. Also gehen wir zuerst hier lang. Nimm mich! Nimm meinen Körper! Nachdem Ryan die Kontrolle übernommen hatte, haben wir hier diese widerliche Bruder, diese Frankensteine erschaffen. Suche die Einzelteile des Anzugs und führe die Little Sisters. Interessant. Okay. Okay. Da haben wir schon einen Teil. Hacker ist wieder 3. Ja, werden wir einsetzen. Daddy Helm. Ja, ein guter Anfang. Such jetzt einen Anzug und ein paar Stiefel. Oh, das ist eklig, so zu spielen. Keine Gegner? Doch, Gegner. Doch, keine Gegner. Mach den Lichter, Arschloch! Das ist mein Kind! Ich hoffe nicht, dass du meine! Was? Was? Woher wusste ich, woher wusste der, dass wo ich bin? Ich wollte niemanden verletzen! Verpisst euch! Ihr habt keine Chance gegen mich. Ihr Noobs. Und kommen jetzt hier noch mehr? Ich glaub nicht. Was ist eklig, so zu spielen, Leute? Also mit dem Helm auf dem Kopf, meine ich. Hier findest du den Anzug.
Der Big Daddy Ernst, vielleicht der 50 wieder schon gegen alle Schäden. Irgendwas sagt dir, dass du das auch brauchen wirst. Okay. Stiefel. Du bist. Hast doch, du hast eine Sister. Ha, egal. So, womit plätte ich dich denn? Splittergranaten. Na, also eigentlich geht es mit Brandbolzen ganz gut, oder? Ja, das geht. Upsala. Verschwinde und komm nicht wieder. Daneben. Verdammte Hacke. So. Einen musste ich mit einer Rohrzange killen. So, Elite Rosie fotografieren. Ja, du, dich brauche ich hier. Komm her. Fotografieren. So. Retten. Doch, wir retten dich. Oh, leck. Danke. Das ist deine Art. Danke. Beschädigte Welt, nicht wahr? Wie kann ich dir für deine Güte danken? Ich schicke dir noch eine kleine mit einem Zeichen unserer Wertschätzung. Komm ich da durch? Es ist ein Standardverfahren! Ich heul ja schon so wie ein Big Daddy, ey. Heute wie ein Big Daddy, Leute. Und ich kann schon wieder nicht. Oh, jetzt reicht's mir aber hier. Autohacker. So, jetzt aber. Meine Güte. Wo komme ich die Stiefel denn her? Da ist nichts. Es ist nur das Dunkel der Nacht. Was ist? Soll ich dir das Tanzen beibringen? Da bin ich gut drin. Nimm das! Aber klar doch, ich kann warten. Wir heulen wie ein Big Daddy, Leute. Sieh dich doch mal um. Hier gibt es nichts mehr zu retten. Rapture ist ein Mausoleum. Eine gottverfluchte Friedhofgeisterbahn. Und du und diese Polen, ihr seid nur Gespenste darin. Warte nur, bald wird es fertig. Okay. Da hat gerade irgendwas von mir geschlagen. Boah, es ist echt abartig, so zu spielen. Tot? Da muss ich noch rein. Aber am Ende sind es unsere Entscheidungen, die uns ausmachen. Hä? Dann lieber ohne Feuer. Vor Feuer habe ich hier gerade genug Respekt. Fontaine, dieser Hurensohn, macht einem Angst. Aber Ryan ist dafür ein geiziges Arschloch. Man kann den Schutzanzug nicht wiederverwenden. Mensch, Hauttransplantat und Organe.
Alles kommt direkt in den Anzug, sonst funktioniert er nicht. Ryan sagt, Big Daddy sind zu teuer. Ryan kann mich mal. Ja, ganz meine Meinung. Ja, dann werden wir mal eben gucken, ob ich hier den richtigen Weg gehe oder nicht. Ich glaube, ich bin hier richtig, weil ich will noch mal eben... Weg damit! Oh.